Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es darum, wie man sich langfristig einen englischen Wortschatz aufbauen kann, und zwar durch die richtigen Methoden und Systeme. Viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, wir kennen alle die Situation. Der Vokabeltest auf Englisch steht an und was wird gemacht? Es wird am letzten Tag gelernt und dafür gesorgt, dass zum Zeitpunkt des Tests alle Vokabeln sitzen. So. Was passiert dann? Ja, man hört längere Zeit nichts mehr von den Vokabeln und die werden nach einer Zeit wieder vergessen. Warum werden sie vergessen? Weil man diese Vokabeln nicht mehr wiederholt hat. So, das Kernlearning ist, wir lernen langfristig nur durch Wiederholung. So, wir können nicht einmal 20 Vokabeln lernen und dann wissen wir sie für immer. So, wenn wir heute was lernen, das ist eine Studie, dann hat man in 2-3 Jahren fast alles wieder vergessen. Vielleicht weiß man noch 10%, an die man sich erinnern kann. Alles andere lernt man nur durch Wiederholung. Und darum geht es in diesem Video. Je öfter wir eine Information wiederholen, desto, besser können wir sie uns merken, weil wir sie ja öfters gesehen haben, öfters gehört haben. Wenn wir sie nur einmal gesehen haben, eine Information, sei es eine Vokabel oder irgendeine Grammatikinformation, werden wir sie zeitnah vergessen. Und deswegen ist es wichtig, nach einem bestimmten System Vokabeln zu wiederholen. Und wie das ganze System aussieht, werde ich euch gleich zeigen. Was ihr wissen müsst, ist, das, was wir jetzt machen, ist ausgelegt dafür, dass wir uns sowas langfristig aufbauen. Das heißt, wir üben nicht für einen bestimmten Test oder für ein bestimmtes Datum, sondern wir möchten ja Englisch langfristig können. Aus diesem Grund müssen wir uns ein System aufbauen, wo halt all unsere Vokabeln reinfließen, die wir noch nicht können und die wirklich wichtig sind und die wir dauerhaft, ne? Also solange wir Englisch lernen, solange wir darin besser werden wollen und solange wir nicht schlechter darin werden wollen, ne? Weil auch hier, ne? Wenn man nicht weiterlernt oder nicht ab und zu mal wiederholt, vergessen wir Vokabeln und wir werden schlechter, müssen wir dieses System beibehalten und regelmäßig lernen. So, in gewissen Abständen, ne? In gewissen Wiederholraten, die wir uns gleich auch nochmal anschauen werden. Wichtig ist, wir bauen uns einmalig ein System auf, was natürlich mit einem gewissen Zeitinvestment verknüpft ist, aber das sorgt dafür, dass man eine Sprache lernt, die man auch nicht mehr vergisst. Die Aufgabe ist also, Vokabeln langfristig zu wiederholen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was so der perfekte Wiederholungsintervall ist, wo wir sowohl natürlich vereinen, dass wir uns die Vokabeln merken können, als auch, dass wir nicht ganz so viel Zeit da reinstecken, ne? Und dass wir es auch zeitlich, ich sag mal, effizient machen. Und jetzt haben wir einmal, ich habe mal jetzt so 3 Bereiche angemarkert, ne? Einmal diesen linken Bereich, wo man Vokabeln jeden Tag wiederholt, also jeden Tag alle Vokabeln wiederholt, um sie bloß nicht zu vergessen. Auf der anderen Seite, ich mache mal jetzt auch da ein Extrembeispiel, wo man Vokabeln lernt und diese Vokabeln dann immer alle 6 Monate wiederholt. Und dann haben wir den idealen Sweet Spot. Und da werde ich euch auch gleich einmal erzählen, warum dieser Sweet Spot so perfekt ist. Also auf der einen Seite, linke Seite, ja, stellt euch vor, ihr würdet jeden Tag alle Vokabeln wiederholen. Natürlich würde das dafür sorgen, dass ihr auf jeden Fall euch die ganzen Vokabeln merken könnt. Keine Frage, weil ihr wiederholt sie jeden Tag. Und das, wie gesagt, je mehr Wiederholungen, desto besser. Aber stellt euch das mal dann in der Praxis vor, wenn ihr vorhabt, euch einen starken Wortschatz aufzubauen und ihr wollt jeden Tag 20 neue Vokabeln lernen, ne? Stellt euch das mal vor, was es nach 10 Tagen bedeutet. Wenn ihr jeden Tag 20 neue Vokabeln lernt und dann die alten wiederholt, müsst ihr ja am 10. Tag 200 Vokabeln wiederholen. Am 20. Tag wären das 400. Das ist ja gar nicht möglich. Da braucht ihr ja Stunden schon für, um eure alten Karten einfach mal zu wiederholen. Und deswegen ist das definitiv nicht geeignet, dieses jeden Tag alle Vokabeln durchgehen, um, zeitlich effizient zu lernen. Ne? Deswegen fällt das schon mal weg. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Thema, ich lerne alle 6 Monate, ne, mal meine Vokabellisten. Das sorgt halt dafür, dass man
zu wenig Wiederholungen hat, ne? Und ja, man steckt überhaupt nicht viel Zeit rein, ne? Weil man hat ja alle 6 Monate dann mal so ein Review, aber ihr werdet kurzfristig kaum Erfolge erzielen. Ihr werdet nicht wirklich merken, dass ihr besser werdet, weil ihr diese Sachen lernt und direkt wieder vergessen werdet, ne? Und nach 6 Monaten, ja, bleiben vielleicht noch so 10% hängen. Das macht keinen Spaß, ne? Und aus diesem Grund ist dieser ideale Sweet Spot, den ich euch gleich einmal zeigen werde, so ideal, denn er sorgt A dafür, dass ihr wenig Zeit reinsteckt ins Lernen und B, dass ihr dennoch sehr viele Vokabeln euch merken könnt. Und hier kommen wir in ein Konzept rein, was ich euch erstmal vorstellen möchte, damit ihr auch wisst, warum ihr es so machen solltet später, wie ich es euch gleich auch vorschlagen werde. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie wir das erreichen, dass wir uns sowohl kurzfristig einen starken Wortschatz aufbauen können, als auch das Ziel erreichen, dass er langfristig nicht mehr verschwindet. Und natürlich, dass wir effektiv sind und nicht so viel Zeit einsetzen. Und hier kommen wir genau in diesen Sweet Spot rein. Und das funktioniert so, indem man mit kurzen Intervallen beginnt und diese Intervalle immer größer und größer werden, ne? Schaut euch auch mal das Konzept der Vergessenskurve an. Das heißt, ihr startet tatsächlich am Anfang, so mache ich das zum Beispiel, ne? Und so bringe ich das auch meinen Teilnehmern bei. Ne? Vielleicht morgens eine Session und in einer Session kann man zum Beispiel 20 neue Vokabeln lernen. Man geht sie durch, man lernt sie intensiv, bis man sie alle drauf hat und dann hat man die erste Wiederholung vielleicht schon am gleichen Tag, am Abend, ne, wenn dann schon ein paar Stunden vergangen sind. Und man hat da schon mal die erste Wiederholung. Geht die durch, die man gelernt hat. Und ne, dann wird es ja Vokabeln geben, die man auch wieder vergessen hat. Ne, man sieht da die Wiederholungen und geht dann nochmal durch, bis man sie kann. Ne? Aber man wird merken, weil es ja am Morgen gelernt wurde, sitzt das meiste schon. Ne? Und dann kann man diese Vokabeln am nächsten Tag nochmal reviewen, ne, nach 24 Stunden. Ne. Das kann man dann tatsächlich auch am Abend machen, ne, wo man dann auch so eine Review-Session hat. Und ihr werdet merken, weil der Abstand so kurz ist, werdet ihr das meiste noch wissen. Ne, und die wenigen, die ihr dann nicht wisst, geht ihr nochmal durch. Aber ihr braucht jetzt nicht am nächsten Tag nochmal lernen, ne, weil ihr habt schon 3 Wiederholungen gemacht. Ihr müsst nicht jeden Tag diese Wörter wiederholen, sondern ihr werdet das meiste dann immer noch wissen, wenn ihr dann nach einer Woche nochmal drauf schaut. Und ne, ihr merkt, ja, wir haben jetzt diesen Abstand um ein Vielfaches vergrößert und dann gehen wir wieder diese Vokabeln durch. Und dann wird geprüft, wie sieht es mit den einzelnen Wörtern aus? Kann ich sie oder habe ich wieder ein paar Sachen vergessen? Ne? Obwohl wir 3 Wiederholungen gemacht haben, kann das ja sein, dass man Wörter vergisst und wenn man sie vergisst, rutschen sie in eine niedrigere Kategorie, wo man sie dann öfters wiederholen muss. Wörter hingegen, die du kannst und die dir leicht fallen, ja, da werden die Abstände immer größer, ne, bis sie irgendwann mal so ein bisschen verschwinden. Und ja, das hat den Vorteil, dass man sowohl Wörter, die man gut kann und gut beherrscht, sich natürlich dadurch merkt, dass sie irgendwann mal wieder wiederholt werden, aber man muss sie sich nicht andauernd ansehen, sondern ne, man weiß, irgendwann kommt es wieder. Ne, man ist sich sicher, dass diese Sachen auch nicht vergessen werden, denn wenn man sie irgendwann mal nicht mehr kann, werden sie wieder zurückgeholt. Und Wörter, die man eben nicht gut kann, ja, die werden in kürzeren Abständen angezeigt und die kann man dann dadurch, ich sag mal, angreifen, tackeln, ne, dass man sie in kurzen Abständen oder kürzeren Abständen immer ne, wiederholen muss und dadurch dafür sorgt, dass man sowohl die, die man nicht kann, intensiv lernt und dadurch ne, drin hat und die, die man kann, die einem leicht fallen, auch nicht komplett verschwinden. Und das ist ein super System. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid tatsächlich dann in eurer täglichen Routine, wo ihr neue Wörter lernt. Dann könnt ihr euch das so vorstellen, ihr werdet überwiegend natürlich Zeit da reinstecken, die Wörter zu lernen oder neue Wörter zu lernen und die Wörter zu lernen, die euch schwer fallen, wo ihr auch kürzere Wiederholungsabstände braucht, um sie immer tiefer in euch reinzubekommen. Und ihr werdet selten Wörter sehen, ne, die euch leicht fallen, die einfach sind, weil die werdet ihr sehr, sehr selten sehen. Und deswegen fällt es wirklich auch so leicht, so eine Session zu machen, weil man wirklich nur das macht, was man wirklich braucht und was man aktuell noch nicht kann. Und was auch einen tatsächlich herausfordert und nicht eben immer diesen einfachen Kram sieht. Und das macht das Ganze halt auch so effektiv.
Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, ja, das ist eine sehr sinnvolle Methode, ich möchte es auch umsetzen, aber mit welchem System kann ich das so präzise umsetzen? Und ja, natürlich, ne, gibt es auch sowas wie Karteikartensysteme, ne, wo ihr dann das alles manuell macht, aber ich empfehle ganz klar, weil man das immer besser mit Algorithmen macht und diese ganze Organisationsarbeit durch Technik abgenommen werden kann, Anki zu verwenden. Es ist digital, es kann von überall aus gemacht werden. Ihr habt die Möglichkeit, mit vorgefertigten Sachen zu arbeiten. Also zum Beispiel meinem digitalen Lernmaterial, was ich euch ja auch immer in der Videobeschreibung verlinke. Und das ist wirklich eine App, die erfüllt alle Möglichkeiten. Und damit sind alle Tipps, die ich euch in den vorherigen Videos mitgegeben habe, umsetzbar. Ihr habt die Möglichkeit, die richtigen Vokabeln zu lernen, ihr habt die Möglichkeit, die Vokabeln zu strukturieren, ihr habt die Möglichkeit, aktiv diese Vokabeln zu wiederholen durch Abfragen, ihr habt die Möglichkeit, ne, diese ganzen Intervalle einzustellen und deswegen empfehle ich ganz klar Anki. Es ist natürlich etwas, damit muss man sich auseinandersetzen. Ne? Wenn man sagt, ich möchte jetzt tatsächlich einen starken Wortschatz aufbauen über eine längere Zeit, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss schauen, wie Anki funktioniert. Ich bin ja gerade damit fertig geworden, einen Videokurs zu erstellen. Der ist wirklich gut geworden. Der erklärt euch innerhalb von 2 Stunden, wie man sich mit Anki so ein System aufbaut, ne? Und wie man die ersten Schritte umsetzt und wie man tatsächlich mit Anki ja, das Thema Wortschatzaufbau meistert, inklusive der ganzen Digitalmaterialien, die man dafür braucht, ne? Und ich muss sagen, es ist Arbeit, ja. Man muss da 1, 2 Wochen reinstecken, um da mal richtig reinzukommen. Aber das lohnt sich. Und das lohnt sich vor allem, wenn man das über einen längeren Zeitraum durchziehen möchte. Es lohnt sich auf keinen Fall, wenn man das jetzt für ein paar Tage macht und dann irgendwann die Lust verliert. Aber es lohnt sich, wenn man sagt, ich mache das jetzt über mehrere Monate, ich baue mir jetzt wirklich einen starken Wortschatz auf und auch danach, ne, bleibe ich dran und sorge dafür, dass ich die Vokabel nicht mehr vergesse. Ja, dann lohnt sich das System allemal aufzusetzen und dann empfehle ich euch auch, dass ihr euch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Besorgt euch meinen Videokurs, der euch ganz genau erklärt, wie das ganze System funktioniert. Ladet euch die App Anki runter, mit der ihr das Ganze lernen könnt. Die App ist, soweit ich weiß, sogar kostenlos. Ich glaube, nur für iPhone-Nutzer kostet sie einmalig 24 oder 25 Euro. Wie gesagt, einmalig. Das sind aus meiner Sicht wirklich Peanuts. Und eine Sache da nochmal am Rande: Seid euch wirklich nicht zu geizig, in euch da zu investieren. So, das geht um eure Weiterbildung. Und wenn ihr Englisch könnt, ne, wenn ihr wirklich irgendwann mal ein sicheres Level habt, dann habt ihr beruflich so viel mehr Chancen und auch so privat bringt euch das so viel weiter. Also auf diese Investition kommt es wirklich nicht an. So, das war's jetzt mit dem Video, in dem ich euch einmal die Lernmethode des Wiederholens vorgestellt habe und auch dem System, mit dem ihr das Ganze umsetzen könnt. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umsetzung und dass ihr euch zeitnah einen starken Wortschatz aufbauen könnt. Euer Englisch-Coach.